Ein Gravel-Cargo-Bike, ein Cargo-Gravel-Bike, auf jeden Fall ein sehr besonderes Fahrrad. Und wir schauen uns in diesem Video jetzt mal gemeinsam das niegelnagelneue Gravit von Hase Bikes an. Viel Spaß mit dem Video. Make something we can vibe to. Shining like a real anthem. Charlie saw my wallet, now she think I think I answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick. Let the bitch use my bitch with a kiss on my lips like... Und damit herzlich willkommen bei Felix Tested Bikes. Mein Name ist Felix und ich teste hier auf dem Kanal ganz viele Gravel-Bikes. Aber so ein Rad ist mir tatsächlich noch nicht untergekommen. Generell kann man ja zwei Trends in Großstädten wie München zum Beispiel beobachten. Zum einen sehen wir immer mehr Cargo-Bikes, also Räder, mit denen man Lasten transportieren kann. Und zum anderen immer mehr Gravel-Bikes, die im Alltagseinsatz vor allem mit Alurahmen zum Pendeln oder für Alltagszwecke eingesetzt werden. Und Hase hat nun beide Trends beobachtet und sich gedacht, wir bauen ein Rad, das beide Einsatzzwecke abdecken kann. Und ob das geklappt hat und für wen dieses Rad dann auch das Richtige sein mag und für wen vielleicht nicht, das wollen wir gemeinsam in diesem Video rausfinden. Das Gravit kostet 3.790 Euro, wiegt 20 Kilo, hat einen Alurahmen, keinen Motor und ein zulässiges Gesamtgewicht von 200 Kilo. 40 Kilo kannst du hier vorne auf der Ladefläche transportieren und wir transportieren jetzt mal unser Filmzeug ins Grüne. Hase Bikes ist ein deutscher Hersteller von Spezialrädern mit Sitz in Waltrop. Die Produktpalette umfasst Liegedreiräder, Stufentandems und Lastenräder. Für die meisten angebotenen Modelle sind Spezialausstattungen verfügbar, sodass die Fahrräder auch für Reha-Zwecke eingesetzt werden können. Die Firma arbeitet also daran, dass dieses Glück, das wir beim Radfahren spüren, von jedem erlebt werden kann, unabhängig von seinen körperlichen oder geistigen Fähigkeiten. Hase Bikes stellt sich also mit diesem Produkt in der ganz neuen Produktkategorie neu auf und es wird ziemlich spannend sein, was da auch die nächsten Monate und Jahre von Hase noch nachgeschossen wird. Und eines der Highlights, wenn nicht das Highlight von dem Rad, verbirgt sich hier unter der Ladefläche. Wir können nämlich mit einem Rutsch diese Ladefläche entnehmen. Dazu lösen wir die Sicherung hier. Dann klicken wir das vorne aus, können es hinten entnehmen und schon haben wir die komplette Ladeeinheit hier in der Hand. Die stellen wir jetzt mal kurz zur Seite und was wir hier jetzt sehen, ist eine Verlängerung quasi von dem Unterrohr. Und hier sind Skalen drauf und die zeigen uns an, wie weit der Radstand jetzt hier eingestellt ist. Wenn die Ladefläche drauf ist, dann muss der Radstand relativ weit eingestellt sein. Wenn die Ladefläche wie jetzt gerade aber weg ist, können wir den Radstand auch sehr nahe am Lenker fahren. Und warum ist das wichtig? Ein langer Radstand bedeutet stabiles Fahrverhalten, zu lange und gerade beim Lastenrad ist das wichtig, vielleicht unkontrollierbar. Und da das Rad für sehr kleine und für sehr große, für sehr schwere und auch nicht ganz so schwere Menschen gedacht ist, bietet sich hier eben eine wunderbare Möglichkeit an, wie ihr euren individuell richtigen Radstand einstellen könnt. Und das habe ich so an noch keinem anderen Rad gesehen. Und jetzt haben wir einen Gravelbike mit einem normal langen oder normal kurzen Radstand. Klar, wir haben vorne jetzt zwar nur eine 20 Zoll Bereifung drauf, also viel kleiner als bei einem normalen Gravelbike, hinten mit 26 Zoll auch kleiner als bei einem normalen Gravelbike, aber so können wir das Rad wie ein stinknormales Gravelbike fahren und wenn wir Bock haben auf ein Lastenrad, dann ziehen wir das einfach wieder aus und schon haben wir mit der Ladefläche ein Gravel Cargo Bike oder ein Cargo Gravelbike. Was in jedem Fall aber wichtig und auch für die Käufer interessant sein dürfte, ist das zulässige Gesamtgewicht von 200 Kilo, das durch die stabile Alurahmenkonstruktion und durch die Alu-Hohlkammerfelgen zustande kommt. Was hier im Detail natürlich sofort auffällt, sind ganz viele ungewöhnliche Anschraubpunkte, wie zum Beispiel hier auch an der Brücke, wo das Bottom Bracket drin ist. Das sind ja, Rudimente von einem E-Bike-Motor, der bei dem Schwestermodell von dem Gravit, nämlich dem Pino, drin ist. Das Pino gibt es motorisiert und unmotorisiert und auch das Gravit hat Schwestermodelle. Der Rahmen selbst von dem Pino, der ist allerdings schon seit fast der Firmengründung 95 im Einsatz und da ist so viel Kundenfeedback und auch so viel Entwicklungsarbeit reingeflossen im Laufe der Jahre, dass der wirklich komplett durchentwickelt ist. Yeah.
Was vom Fahreindruck ziemlich interessant ist, womit ich jetzt auch nicht gerechnet hätte, ist, dass mit den 20 Zoll Reifen vorne sich das Rad auf gar keinen Fall fährt wie ein holpriges BMX, das überhaupt keinen Komfort ausstrahlt, sondern diese 80 mm Federweg, die da vorne sind, das ist doppelt so viel wie zum Beispiel eine typische Gravel-Federgabel, eine RockShox Rudy beispielsweise, die federt tatsächlich Unebenheiten so gut weg, dass man sich hier fast bequemer fortbewegen kann als auf einem typischen Gravelbike. Und damit habe ich nicht gerechnet. Zum Komfort trägt natürlich auch hier die breite Reifenbreite von 50 mm vorne und hinten bei. Aber trotzdem muss man schon sagen, macht das Rad nicht nur in der Stadt einen guten Eindruck, sondern auch gerade oder vielleicht auch besonders auf Gravel. Was sich am Anfang super witzig anfühlt, ist, dass die Lenkstange hier vorne die Lenkung so ein bisschen einschränkt. Das heißt, man kann nicht genauso weit wie bei einem stinknormalen Gravelbike beispielsweise einlenken. Und das ist im Stand so ein bisschen einschränkend, weil man dann eben einen Wendekreis hat, der doch etwas größer ist als mit einem normalen Rad. Während der Fahrt ist das allerdings überhaupt kein Problem mehr. Da kannst du dich dann genauso sicher mit bewegen wie mit einem stinknormalen Gravelbike. Das Rad macht wahnsinnig Spaß, ob man es jetzt in der kurzen Version ohne Ladefläche fährt oder in der langen Version mit Ladefläche. Beides funktioniert sowohl im urbanen Bereich, da ist es wendig und kurz genug, dass man auch im Stadtverkehr, aber auch auf verwundenen, nicht unbedingt Trails, aber zumindest Wegen gut damit zurechtkommt. Wir haben ein Gesamtgewicht von 20 Kilo, was man auch mal in den zweiten Stock in der Wohnung tragen könnte. Und man kann dieses Rad deutlich im Radstand verkürzen, was dann zum Beispiel auch wieder im urbanen Raum wichtig ist für all jene, die nicht allzu viel Platz daheim haben, um beispielsweise so ein langes Lastenrad unterzubringen. Ich finde aber gerade durch die Adjustierbarkeit des Radstands und die Möglichkeit, die Ladefläche dran zu haben und sie aber auch wegzubauen, fällt eine Nutzergruppe besonders auf, die dieses Rad zu schätzen wissen könnte, und zwar Familien. Mit dem Rad kann sowohl der Papa einkaufen gehen, als auch die Mama graveln gehen. Mit einer Körpergröße von 1,50 Meter bis 2 Metern passt man auf das Gravit. Und das ist schon eine ziemliche Range. Und ihr habt auch gesehen, wie lang man den Radstand aus- und wieder einziehen kann. Das gilt es dann auch für jeden individuell anzupassen. Jeder hat so seinen präferierten Radstand. Aber da gibt es auch Leute, die mit einem längeren Radstand glücklicher werden und welche, die mit einem kürzeren Radstand glücklich werden. Eine Nutzergruppe, die mir aber auch einfällt, die ist zwar relativ klein, aber die gibt es auch, das sind Graveler, die auf langen Touren mit Hänger fahren. Und warum sollte man sich 20 Kilo Gepäck hinten in den Hänger packen, wenn man sich auch 20 Kilo Gepäck vorne aufs Vorderrad packen kann und zusätzlich die Federgabel hier nutzen kann? Die Gewichtsverteilung fand ich im Fahreindruck zumindest ziemlich gut. Und mir hat es auch gefallen, damit sowohl auf Gravel als auch in der Stadt zu fahren. Was es allerdings dazu zu sagen gibt bei dem Rad, es ist ein Gravelbike mit Dropbar. Und ein kürzeres, normales Gravelbike ist ein bisschen leichter zu steuern mit einem Dropbar als jetzt ein längeres Lasten-Gravelrad. Und wenn du noch keine Erfahrung mit Dropbars hast, also mit diesen gebogenen Lenker, mit denen man auch im Unterlenker fahren kann und bei denen die Bremshebel hier vorne sind, dann würde ich dir empfehlen, erstmal mit einem anderen Rad Erfahrungen zu sammeln und dann später auf dieses Rad umzusteigen. Gebremst wird zwar mit einer mechanischen Scheibenbremse, die greift aber vorne auf eine 203 mm große Scheibe drauf und das ist ein bisschen größer als bei klassischen Gravelbikes. Hinten haben wir auch eine 180 mm große Scheibe, ist auch sehr groß und das verzögert ziemlich zuverlässig. Hinten an der Kassette wird es aber noch mal ziemlich interessant, denn da ist eine ziemlich große Kassette auch verbaut und das nur bei 11 Gängen. Wir haben 50 Zähne am größten Ritzel, 11 Zähne am kleinsten Ritzel und vorne das Kettenblatt hat 40 Zähne. Und das bedeutet jetzt, ohne es unnötig kompliziert für dich zu machen, du hast sehr viele kleine Gänge, um auch die steilsten Anstiege mit diesem Rad, mit einem relativ hohen Eigengewicht von 20 Kilo, auch ohne Motor hochzukommen. Und das ist ziemlich wichtig bei einem unmotorisierten Lastenrad und auch bei einem Gravelbike, das ja auch über Stock und Stein und Berge gefahren werden möchte. Erst recht, wenn es vorne nur ein Kettenblatt hat. Und das hat im Test überraschend
gut funktioniert und ich finde auch, dass das Diore-Schaltwerk einen guten Job hier erledigt hat. Mir hat das Rad auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich habe jetzt nochmal richtig Bock bekommen, mehr Lastenräder auch zu testen. Also ich finde die Möglichkeit genial, auf einem Gravelbike relativ einfach diesen schweren Rucksack oder diese Tasche hier vorne zu befestigen. Und mir hat es richtig Bock gemacht, hier vorne auch mit der Federgabel über Gravel zu heizen. Was ich mir gewünscht hätte, wäre ein größerer Einschlagwinkel. Aber sonst würde ich wirklich sagen, das ist ein Rad, was im Alltag wirklich saugut funktioniert und auch Spaß macht im Gravel mit Freunden und der Familie. Diese große Vielfalt, die dieses Rad anbietet, dass man mit verschiedenen Körpergrößen und mit verschiedenen Radständen fahren kann, finde ich einzigartig und ist mir so bei noch keinem anderen Gravel- oder Lasten-Gravel- oder Cargo-Gravel-Bike vorgekommen. Die Räder sind ab heute, 21.06. bei den Hase-Händlern erhältlich. Links zu dem, ja, zu dem Händlernetzwerk findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank an Hase für das Vertrauen, mir das Rad vorab zu schicken. Mir hat es mega Spaß gemacht, das Rad zu fahren und auch die Firma kennenzulernen. Und wenn du Bock hast auf weitere Tests von ungewöhnlichen Rädern oder vielleicht auch gewöhnlichen Gravelbikes, dann unbedingt abonnieren und mir einen Daumen nach oben da lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.